Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 12. Januar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Es ist eine präzise Berechnung, aber anders als in westlichen Horoskopen. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Anderes ist als in einem westlichen Horoskop. Aber ihr könnt überprüfen, die Astronomen vermitteln dasselbe. Wenn ihr auf die Seite von NASA geht, entsteht die gleiche Berechnung, wie die indischen Astrologen das auch berechnen. Bevor ich starte, noch die Neuigkeiten. Ich veröffentliche die täglichen fernöstliche Tagesenergie. Und diese Tagesenergie wirkt nicht nur im fernen Osten, sondern wirkt auch im Westen. Das ist eine Art Kalendersystem nach chinesischer Astrologie, ein Einfluss von japanischer Astrologie und kommt noch I Ching dazu, was nichts anderes ist als eine Wandlung, Transformation, Veränderung. Diese fernöstliche Tagesenergie erscheint nicht hier in diesem Kanal, sondern das erscheint in meinem neuen Kanal und das heißt Fernöstliches Liebesorakel. Die andere Neuigkeit ist, ab nächsten Monat starte ich mein Newsletter, was monatlich erscheint und ihr könnt ab sofort abonnieren. Diese Abo ist kostenlos. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Da erscheint immer ein Thema, was ich beschreibe und erkläre. Dann beschreibe ich, was passiert in einzelnen Monaten. Und diejenigen, die mein Newsletter abonnieren, bekommen immer Angebote. Und jetzt zu diesem Bild. Ganesha ist in die Mitte. Ganesha braucht man bei jedem Neuanfang. Aber Ganesha hütet die Astrologie. Deswegen habe ich gedacht, das passt ganz gut zum indischen Astrologie. Und die vier Bilder hier, die Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Feuerelement symbolisiert die Begeisterung, die Aktivitäten, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erdeelement hier zeigt Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität, Materie, aber auch unseren Planet Erde und die Natur. Die Luftelement gibt uns die Leichtigkeit, aber auch die Ideen und vermittelt Worten, also hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Die Wasserelement steht auf unserem Unbewussten, unserem Träumen, unserem Gefühlen, also zeigt die Emotionen. Feuerelement starten wir mit Tierkreiszeichen Widder. Widder ist in indischen Astrologie beweglich. Anderes ist als in westlichen Astrologie. Widder setzt alles in Bewegung. Löwe befestigt etwas. Das ist so wie in westlichen Astrologie auch. Und die Schütze zeigt die Dualität, hat von beiden etwas. Bei Erdeelement ist Steinbock die Bewegliche, setzt alles in Bewegung. Stier ist das festhaltende Prinzip und Jungfrau zeigt die Dualität. Bei Luftelement ist die Waage die Bewegliche. Das Festhaltende ist Wassermann und Dualität zeigt die Zwillinge. Bei Wasserelement ist
die bewegliche Krebs, das befestigte, stabile, festhaltende ist Skorpion und Dualität zeigt die Tierkreiszeichen Fischen. Suraya ist die Sonne in indischen Mythologie und auch Astrologie. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Sonne zeigt die Monatsthemen. Was ist die Monatsthema bei Schütze? Erstens die Feuerelement, die Aktivität und Bewegung. Schütze ist dual, also nicht nur das Bewegliche zeigt sich hier, sondern auch das Befestigte. Also ist auch wichtig, etwas befestigen, braucht man auch die Stabilität. Und Schütze hat einen Bezug zum Reisen und Ausland. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein, spirituelle Themen oder religiöse Themen. Und die Schütze zeigt in die Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße und das symbolisiert auch unsere Wünsche. Soma ist Mond. Chandra oder Soma ist in Tierkreiszeichen Fischen. Und Soma ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, aktiviert Themen, bewegt sich schnell und hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Und hat einen Einfluss auf unsere Gefühle. Und gerade hier im Wasserelement ist natürlich sehr intensiv. Wir nehmen unsere Gefühle intensiver wahr. Mars steht in Verbindung zum Mond, bilden sich eine Konjunktion und das heißt, besonders die männlichen Personen spüren ihre Emotionen sehr intensiv. Sie nehmen das gerade sehr intensiv wahr. Bei Mars-Energie kann natürlich auch eine gewisse Aggression oder Wut nicht nur bei Männern, sondern bei Frauen auch auslösen. Merkur ist der Planet der Handlungen. Und der Planet der Kommunikation und in seiner Umlaufbahn erreicht heute die weiteste Punkt von der Sonne aus gesehen. Und es ist natürlich schwierig, etwas klären momentan, weil das klärende Prinzip ist die Sonne. Das ist das Licht und die Wahrheit. Und wenn Merkur das weiteste Punkt erreicht, von der Sonne aus gesehen in seiner Umlaufbahn, ist die Bedürfnis zwar da, etwas klären, aber es ist sehr schwierig. Also ich würde jetzt sagen, klärende Gespräche heute vermeiden. Merkur ist im weitesten Punkt von der Sonne aus gesehen in seiner Umlaufbahn und das beeinflusst die Beweglichkeit. Das heißt, wenn etwas näher zum Sonne befindet, dann bewegt sich schneller. Wenn etwas weiter von der Sonne entfernt ist, dann bewegt sich langsamer. Und diese Entfernung, erstens ist schwierig, klärende Gespräche führen und das bremst, das verlangsamt die Handlungen, die Termine, die Verträge, auch die Gespräche verlaufen sehr zäh. Wo wir achten sollen, das ist Mond-Mars-Energie in Fischen, im Vertrauen bleiben, in unserem Träume achten, und daran auch glauben, und das ist wichtig, sogar würde ich sagen, auch eine Art Lernaufgabe heute in diesem Frauen, in diesem Vertrauen bleiben und die klärenden Gespräche meiden, weil das bremst.
Merkur ist im Schütze. Jupiter bringt Glück, vergrößert etwas und vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung, ist auch sehr weise, öffnet auch unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten, und diese Jupiter-Energie steht in Skorpion. Und das würde bedeuten, in die Tiefe schauen. Und daran liegt auch die Glück, die Ursache erkennen an etwas. Venus ist auch in Skorpion. Saturn erteilt Lernaufgabe und bewegt sich auch im Schütze. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten, die auf unserem Alltag wirken. Wenn wir die Elemente betrachten, dann sehen wir, dass Feuer und Wasser betont ist und Erde, Luft ist kein Einfluss, gerade von diesem persönlichen Planeten. Aber wir brauchen Ausgleich im Leben, und wenn wir in diese Richtung das mal so auf diesem Einfluss uns einlassen und auf die andere Richtung schauen, weil das gibt die Ausgleich. Und die Erdelement bedeutet, auch die Finanzen kümmern, etwas befestigen, die Realität sehen und mit Leichtigkeit handeln. Was auch auffällt, dass die vier Tierkreiszeichen in westlichen Astrologie, würden wir sagen, die vier kardinale Tierkreiszeichen wie der Steinbock, Waage und Krebs. In indischen sind das die beweglichen Tierkreiszeichen, dass da keine Energie fließt. Und das kann ein Hinweis sein, dass momentan ist besser, die Ruhe bewahren, langsam angehen lassen, aber überlegen, in mancher Situation ist besser, mutig zu sein und etwas in Bewegung setzen. Also das Fall zu Fall anderes, jeder erlebt das anderes. Wenn ihr das Gefühl habt, oh, das fehlt die Mut, aber ich sollte, dann zeigt auch Mut und Begeisterung und bewegt etwas. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt kraftlos und müde, dann achtet auf diese Einflüsse, auf diese Energie und seid ihr damit stimmig und sagt, ja, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Es ist besser abwarten, die Ruhe bewahren und später etwas in Bewegung setzen. Und jetzt kommen die äußeren Planeten, Uranus, Neptun, Pluto. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, wirkt im Widder. Kann sein, dass Uranus löst etwas aus, das uns dazu zwingt, etwas in Bewegung setzen. Neptun ist im Wassermann, lässt die Träume wirken, und mit Wassermann-Energie bringt es uns zu neuen Ideen, und Pluto zeigt die innere Kraft hier im Schütze. Und das sind auch die Prozesse, die Veränderungen, die Transformation, das ist auch Pluto-Energie, hat einen Bezug auch zur Sexualität. Merkur ist im weitesten Punkt von Sonne aus gesehen, das habe ich erklärt. Mond und Mars steht in Verbindung, bilden eine Konjunktion, sie wirken zusammen. Entweder gibt Mars den Impuls und die Gefühle werden wir nicht bremsen können, aber bedeutet auch, dass die männlichen Personen ihren Gefühlen bewusster wahrnehmen. Mond und Venus wird Nachmittag, spät Nachmittag, eine Verbindung stehen, und das ist sehr schön und harmonisch, und das ist eine schöne Liebesenergie. Also kommt Mond
und Venus spät Nachmittag in eine exakte Verbindung und löst eine schöne, intensivere Liebesenergie aus. Die heutige Mondhaus heißt Uttarapadra und hat eine reinigende Wirkung. Und es ist wirklich wichtig, die freien Gedanken, Gefühle einfach fließen lassen und ein gewisser Austausch geben und nehmen soll im Einklang sein und ist ein guter Tag für etwas Neues starten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und diese Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.